Heute am Samstagabend ist es im Stadtgebiet von Essen zu mehreren Einsatzstellen gekommen, bei denen die Feuerwehr und die Polizei Essen stark gefordert waren. Begann alles um 17.13 Uhr mit einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der alten Essener Straße, wo es im Eingangsbereich dieses Mehrfamilienhauses zu einem Brandereignis gekommen ist, wodurch zahlreichen Bewohnerinnen und Bewohnern der Fluchtweg abgeschnitten war, sodass hier ein großer Feuerwehreinsatz eingeleitet werden musste und die Personen aufwendig über Leitern der Feuerwehr gerettet werden mussten. Im weiteren Verlauf, während diese Einsatzstelle noch auf Hochtouren lief, kam es zu einer zweiten Alarmierung in Essen im Bereich der Zollvereinstraße in Stoppenberg. Auch dort ist es zu einem Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Und auch hier ist durch die Rauchgasfreisetzung sind viele Personen verletzt worden, die dann umfangreich durch den Rettungsdienst behandelt werden mussten. An der alten Essener Straße war die Lage beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hochdramatisch. Aus dem Treppenraum kam Rauch, auf der Gebäuderückseite kam aus mehreren Fenstern bereits Rauch, Personen standen an den Fenstern und schrien runter, dass der Rückzugsweg durch den Treppenraum versperrt ist. Die Einsatzleitung der Feuerwehr hat dann sofort tragbare Leitern in Stellung gebracht und hat festgestellt, dass auch schon Nachbarn Leitern aufgestellt haben, um die Personen aus dem Fenster zu retten. Zusätzlich wurde ein Sprungpolster aufgebaut und eine Drehleiter in Stellung gebracht. Dadurch konnten wir dann viele Personen aus den Fenstern retten, sodass nachher in Summe 13 Personen aus dem Gebäude geführt wurden. Hat hier irgendjemand von Ihnen was von dem Brand mitbekommen? Es ist zu zwei Brennen von Wohnhäusern gekommen und zu einem Sachverhalt, wo ein Messer im Spiel war. Die Sachverhalte sind in gewisser Art und Weise miteinander verknüpft. Inwieweit, wissen wir noch nicht. Das werden die Ermittlungen der Kriminalpolizei zeigen müssen. Das Wichtigste ist aber, der Tatverdächtige ist durch Einsatzkräfte festgenommen worden in der Nähe des letzten Tatortes, sodass wir davon ausgehen können, dass keine weitere Gefahr für die Bevölkerung besteht.
Die Feuerwehr macht hier einfach einen Großeinsatz auf. Wir haben dort verschiedene Stichworte, mit denen wir arbeiten. Und hier haben wir einfach gemerkt, okay, wir kommen mit den Regelressourcen nicht aus, haben dann zusätzliche Kräfte alarmiert. Zum einen einen Rettungshubschrauber angefordert, der einen Notarzt zubringt und dann auch jemand abtransportieren kann. Zum anderen waren überörtliche Kräfte, unter anderem aus Ratingen hier im Stadtgebiet, die uns ausgeholfen haben. Wir haben aber das Glück, dass Essen eine sehr große Stadt ist und dadurch zahlreiche Rettungsmittel auch hier im Regelrettungsdienst sind. Diese werden dann gebündelt für diese Einsatzstellen und Krankentransporte, die man normal durchführen würde, werden dann nach hinten rausgeschoben und verzögert, nur aktiviert, sodass diese Fahrzeuge frei sind, um bei diesen Großeinsätzen auszuhelfen. Bei den beiden Brandereignissen, die heute Abend stattgefunden haben, sind in Summe 29 Personen verletzt worden, davon 15 Personen schwer und 2 sogar lebensgefährlich. Insgesamt können wir das derzeit nicht sagen. Wir haben eine große Anzahl an Einsatzkräften im Einsatz gehabt. An der einen Einsatzstelle waren 3 Löschzüge der Berufsfeuerwehr, an einer weiteren Einsatzstelle 2 Löschzüge der Berufsfeuerwehr. Wir hatten viele Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr eingebunden. Die Freiwillige Feuerwehr hat bei der Besetzung der Feuerwachen geholfen, damit auch der Grundschutz weiter sichergestellt wird für das Stadtgebiet. In Summe werden hier deutlich mehr als 100 Einsatzkräfte im Einsatz gewesen sein. Thank you.
An der Zollvereinstraße war auch dort im Eingangsbereich das Schadenfeuer. Es ist zu einer Rauchentwicklung gekommen und auch dort sind mehrere Personen, haben dann diesen Rauch festgestellt, haben die Türen geöffnet. Dadurch ist Rauch in die Wohnung eingedrungen und deshalb mussten eine so große Anzahl dort vor Ort auch untersucht und behandelt werden. Die Einsatzmaßnahmen werden an beiden Brandstellen derzeit zurückgefahren. Es wird eine Brandwache in circa 2 Stunden nochmal vor Ort sein und sich das Ganze anschauen. Die Brände sind soweit gelöscht, die Wohnungen wurden freigemessen, es sind Lüftungsmaßnahmen durchgeführt worden und damit ist der Einsatz der Feuerwehr zeitnah beendet. Dazu können wir noch keine genaueren Angaben machen. Da war letztendlich eine Machete im Spiel, so viel können wir sagen. Es ist aber nicht zu weiteren Verletzten gekommen. Damit wurde augenscheinlich gedroht. Was da Hintergründe sind, werden letztendlich die Ermittlungen der Kriminalpolizei zeigen. Ja, der Täter war der Polizei bekannt aus vorangegangenen Sachverhalten. Er ist polizeilich schon mal in Erscheinung getreten. Aber mehr können wir dazu zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Ja, letztendlich aufgrund der Vielzahl der Tatorte im Nahbereich werden natürlich Kräfte aus Nordrhein-Westfalen zusammengezogen, um dann das PPS hier vor Ort zu unterstützen. Kennst du den nicht von Amtszeichen? Der ist ja hier bekannt bei uns hier.